Warum jetzt gerade gar kein Kassierer drin ist, weiß ich auch nicht. Aber okay. So, ganz gut wäre auf jeden Fall noch ein Hausmeister. Die sind alle ziemlich gleich. Machen wir von 9, na, sagen wir von 6 bis 21 Uhr. Einen Bauarbeiter können wir entlassen. Bauen gerade nicht wirklich was. Ansonsten, der sollte von 0 bis 12 und der wird dann von 12 bis 24 Uhr sein. Genau, das passt soweit. Dann haben wir jetzt hier, ja, Schlange war voll, gut. So, jetzt haben wir aber die erste Nacht schon, wo wir eröffnet haben, am Tag 9. Dann wird, denke ich mal, unser nächstes Ziel sein, wirklich einen kleineren Laden zu errichten, der sich dann, ja, auf Kleidung dann fokussiert, was ich gerade erforsche. Hoffen wir mal, dass es dann läuft und uns schon mal schön Gewinn abwirft. Können wir aber hier gerade nochmal schauen in Statistiken. So, das ist hier unser Store 1. Main-Produkt ist Canon Food, gut. Haben wir wohl am meisten in den Regalen drin. Beziehungsweise... weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir das am meisten jetzt im Store haben oder am meisten gekauft wird. Wahrscheinlich am meisten gekauft wird. Da haben wir von Canon Food am meisten, weiß ich gar nicht. Canon Food war doch das, genau. 4 Stück. Ja gut, Canon Food. Snacks haben wir am meisten. Keine Ahnung. Haben wir eigentlich beides gut drin. Main Category ist Food, 40%. Ja, das kann gut sein mit Snacks, Canon Food. Und keine Ahnung, was wir noch drin haben. Brot. Deswegen macht, seht ihr das auch schon, Canon Food 40%, sprich wir haben hier Mischgeschäft. Genau, 40%. Noch sonstiges. Main Produkt ist Canon Food, wie wir es gerade festgestellt haben, und ja, das ist verbunden mit dem Lager 2, beziehungsweise Lager. Weil ich es jetzt nicht benannt habe, steht da einfach nur eine 2 drin. Und wir machen ein Profit 30%. Gut, wir machen gerade zwar ein Plus, aber insgesamt haben wir, meine ich, ein Minus bisher gemacht. Letzten 30 Tage sind ins Plus gekommen. So, hier sehen wir nochmal alles, was wir im Geschäft überhaupt haben. Welche Regale, womit die gefüllt sind. Ah, das ist auch nochmal nicht schlecht. Was uns das überhaupt kostet, beziehungsweise der Einkauf, 5 bis 10 Dollar, wenn das hier Dollar ist. Das Zeichen ist Dollar, ja. Ich denke mal, dass die Währung hier auch dann dementsprechend Dollar ist. 5 bis 10 Dollar verkaufen wir Thomas für 11 bis 22 Dollar. Ah, liegt halt schon beinahe beieinander. Genau, 6 bis 2, ja. Das heißt genau, ne? Gut. Und das Regal kostet uns dann 1 Dollar pro Tag, ne? Sowas müssen wir halt alles abdecken. Schauen wir gerade nochmal bei den Finanzen. Gestern haben wir wirklich einen Plus von 272 Dollar gemacht. Schauen wir mal, ob wir das aufrechterhalten können. Nächstes Ziel hier, 20 verschiedene Produkte zu verkaufen. Aktuell 16 von 20, ja. Liegt halt daran, dass wir noch nicht sehr viel erforscht haben. Ich habe auch noch nicht wirklich so viele verschiedene Sachen verkauft. So. Wir sollen noch einen Tagesprofit von über 500 Dollar schaffen. Ja, der höchste Stand liegt aktuell bei hier 272. Dauert noch ein bisschen.
gleichzeitig sollen wir 100 Kunden gleichzeitig im Laden haben. Ja gut, 18 Stück war unser Maximum bisher. Und insgesamt sollen wir 2000 Waren verkaufen. Da liegen wir gerade bei 630, 632. Oh, das läuft auch ganz gut. Ja. Und haben jetzt auch wieder 170.000. Bei Geld können wir uns gerade nicht beschweren. So, was auch unser Hausmeister den Müll wieder wegbringt. Wieder abgeholt wird. So, ich hoffe, das ist euch jetzt hier nicht zu schnell. Ich habe das jetzt mal auf Stufe 3. Ich meine, viel passiert jetzt gerade hier nicht. Ich warte jetzt einfach nur erstmal ab, bis wir Kleidung hier verkaufen können. Dauert ja noch knapp 2 Tage. Und ja, in der Zeit hoffe ich, dass wir mit dem Laden ja halbwegs Profit machen. 48% sollen wir aktuell Profit machen. Hm. Sehe ich jetzt hier gerade oben nicht. Ja gut. Bauarbeiter zum Beispiel zählen dazu nicht. Die sind nicht dem Laden zugeordnet. Nur insgesamt im Geschäft. Beziehungsweise dem Unternehmen. Was dann quasi, so stelle ich mir das jetzt vor, wir hier sind ein Unternehmen, was dann ja, mehrere Geschäfte aufbaut, beziehungsweise der Betreiber einer größeren Handelskette. Und der Profit beschränkt sich halt dann hier auf die einzelnen Geschäfte. Und wir haben dann zentral nochmal hier die Bauarbeiter bzw. Hausmeister angestellt. Genau. Ja, nachts ist nicht viel los. Brauchen wir auch nicht wirklich nochmal einen Kassierer. Der war von 0 bis 12, das sollte reichen für nachts. Von 0 bis 12. Der war von 9 bis 12. Also von 0 bis 12 haben wir einen. Von 12 bis 24 Uhr, das würde ja schon mal reichen. Am Tag ist mehr los. Genau, 9 ist perfekt. Bis 21 Uhr, ja, das reicht. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Speichern wir das jetzt hier einfach mal random. Und lassen wir jetzt mal weiterlaufen. Nicht, dass uns hier der Spielstand noch verloren geht, das wollen wir ja nicht. Dürfte aber wirklich nicht mehr lange sein. Ja gut. Nächsten Tag, so gegen 11, 12 Uhr, sollten wir dann langsam dann mal mit dem neuen Laden beginnen können. Beziehungsweise können wir jetzt eigentlich auch schon mit der Planung. Bin gerade mal im Überlegen. Laden, wo bauen wir den denn hin? Könnten wir auch hier oben errichten. Weil wir jetzt hier einen größeren Parkplatz unten haben. Hm. Könnten aber auch noch gut das Lager hier oben benutzen, ne? Ha! Gute Frage. Ich baue jetzt das hier mal unten rein. Können wir hier auch noch einen Parkplatz später vergrößern, wenn wir brauchen. Der eine Bauarbeiter, der gerade eh im Dienst ist, der braucht eh dafür was. Hm. Na, den Laden hier reinbauen ist ein bisschen eng. Hm. Ah, ich baue den hier unten rein. Können wir hier noch eine Straße erweitern für die Mitarbeiter und die Anlieferung? Der Müll, der wird eh zentral da oben gelagert. Genau. So, so, so.
nachts ist ja wirklich nicht viel los. Gut, ich würde jetzt auch nicht nachts unbedingt einkaufen wollen müssen, wie auch immer. So. Na, Loading noch nicht, Customer erstmal. Mal schauen, wo machen wir den Laden denn dann rein? Hier rein? Oh. Wie viel Platz brauchen wir denn da? Hier, nehmen wir mal 5. Hm. Versuchen wir das mal. So, erforscht haben wir das schon mal. Können wir später noch einen Elektronikmarkt. Obwohl, was läuft denn gut? Ja. Dauert halt auch lange, ne? Hm, ein Laden, der nur Tiefkühlprodukte anbietet. Lohnt sich das? Oder Chemie? Hm. Das würde ich, glaube ich, eher bevorzugen. Dauert auch nur 48 Stunden, Hälfte der Zeit. Wahrscheinlich ein bisschen besser. Brauchen wir auf jeden Fall eine Loading Zone. Reicht eine? Gucken, ob wir das da hinbekommen. Stuff only? Hm. Laden, wenn wir den rund um die Uhr offen halten. Wenn ja, bräuchten wir 2 Kassierer mindestens. Ein Auffüller. Ja. Machen wir das mal so. Passt schon. Nur noch ein kleines Lager gleich dazu bauen. Und dann können wir schon mal einrichten. Hoffe nur, dass die Größe auch reicht. Ja, soll ja nicht eigentlich so groß werden, der Laden. Jedes Produkt dann erstmal anbieten der Kategorie Kleidung. Das wir eben erforscht haben. Mal gerade schon wegen dem Lager. Hm. Oh, das bringt gerade nichts mehr, oder? So einem Laden kann nur eine Kiste gelagert werden, ne? Immer eins Platz zur Mauer. Hm. Da ist wahrscheinlich am besten. Da passen 4 Kisten rein. Das reicht aber eigentlich. Ah, mach ich das aber rein.